eine Aufnahme zwischen den Aufnahmen. Wie versprochen, werde ich jetzt nochmal ein paar Planeten abklappern und diesmal werde ich es so handhaben, dass ich bei irgendwelchen kleineren Fundorten und Vorkommen nicht weiter einschalten werde, sondern wirklich bloß, wenn wir irgendwas Größeres finden. Das heißt, die ganzen seltenen Erdvorkommen und so weiter, das lassen wir jetzt mal alles außen vor, sondern wirklich nur, wenn sich irgendwas ergeben sollte, von wegen Salarianerorden, Krams entdeckt oder irgendwelche Schriften der Matriarchin, weiß der Teufel, wie sie hieß. Das werde ich mir zeigen. Ansonsten die ganzen Vorkommen, ja, meine Güte, da scheiß man jetzt mal drauf, damit es nicht ganz so arg zerstückelt wird, also nicht ganz so viel ist, was ich dann jetzt hier zusammenschneiden muss, denn von den Rohstoffvorkommen gibt es ja dann doch jede Menge und ich glaube, so interessant ist es dann fürs Let's Play doch nicht, wenn ich an der und an der Ecke welches gefunden habe. Also wir sehen uns auf dem ersten Planeten, den ich besuchen werde. Bis gleich. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Mal wieder. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Na, das klingt doch großartig. Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk. Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse. Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Grandios. Werden wir uns später drum kümmern. Erstmal, wie gesagt, die Planeten. Aber vielleicht werde ich auch solche Nebenaufgaben wie das jetzt in dieser Aufnahmesession mitmachen. Mal schauen. Wir sehen uns. Da kommt eine Nachricht, Commander. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Na, die brauchen uns heute auch oft. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawken-Ether-Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Oh, klingt witzig. Ich glaube, das könnten wir demnächst gleich noch mit angehen. Ich sehe mir die Sache mal an. Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianz-Abgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Yay, gut, untersuchen wir das Ganze doch erstmal, bevor wir hier zusagen, aber natürlich werden wir am Ende sowieso zusagen, wie es immer so ist. Sie sagten, seine Anhänger seien Biotiker. Ja, aber Major Kyle selbst hat nie irgendwelche biotischen Tendenzen gezeigt. Ich glaube, er schloss sich nur einer Gruppe an, mit der er sich identifiziert. Viele Biotiker fühlen sich von der Gesellschaft nicht anerkannt oder ausgegrenzt. Kyle sieht sie wahrscheinlich als Opfer, die seinen Schutz brauchen. Und sie sehen ihn als jemanden an, der sich für sie einsetzt. Allerdings hätte sie leider davon überzeugen können, dass die Allianz irgendwie für all ihre Probleme verantwortlich ist. Das können wir nicht zulassen. Naja, wir haben ja schon im Gespräch mit Kylan gehört, dass das Schicksal der Biotiker der ersten Generation gar nicht so schön war. Also vielleicht ist es auch gar nicht so falsch, aber nun gut. Worüber wollten diese Allianz-Abgesandten mit Major Kyle reden? Sie wollten ihn in eine Allianzanlage bringen, wo er behandelt werden sollte. Major Kyle hat uns viele Jahre treu gedient. Wir wollten ihn nicht aufgeben. Aber angesichts seines Geisteszustands hat er sie wohl als Bedrohung angesehen.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Anhänger sie getötet haben. Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand. Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein. Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Das ist vielleicht nicht möglich, Commander. Wir wollen kein Blutbad, aber Kyle ist gefährlich. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Na, wir werden schauen, wie das läuft. Irgendwo hier muss er mit sein, im Hawking Atta Cluster, wo übrigens Century das einzige System ist, das hier verfügbar ist. Drüben hat es gerade geglänzt, ne? Metallhaltiger Asteroid, okay, das ist er nicht, aber irgendwo hier müsste er mit sein. Das könnten wir vielleicht direkt mal als erstes machen. Okay, vielleicht auch nicht hier. Schauen wir nochmal. Ach, ich kann jetzt gerade hier nicht schauen, das ist schade. Okay, sobald ich ihn gefunden habe hier irgendwo in dem System, werde ich dann wieder zuschalten. Wir sind im Century-System immer noch und haben ein Medaillon gefunden auf Tharopto. Medaillon gefunden. Beim Scannen des Planeten Tharopto haben sie einen winzigen Mond entdeckt und ein paar seltsame Signale empfangen. Techniker Adams hat ein paar weitere Scans durchgeführt und eine Rettungskapsel entdeckt. Ihr Bergungsteam wurde zur Untersuchung der Kapsel ausgesendet und fand ein Medaillon des Salarianons. Supi. Turianische Insignien gefunden. Bei Grabungen unter dem Sender haben sie ein Stück Metall, wahrscheinlich von einem sehr alten Frachter, gefunden. Das Metallstück war mit den Insignien des Maestyn oder Makedin, wie auch immer, Außenpostens gekennzeichnet. Wir sind auf dem Mond, oh wie heißt er, Presrob heißt er, immer noch im Hawking Atta Cluster im Century System. Und wir sehen auch schon, wenn wir hier auf die Karte schauen, hier unten ist das Biotika-Lager. Also ich dachte eigentlich, dass es irgendein Raumschiff im Weltraum wäre, aber es ist doch ein Lager auf diesem Mond hier. Und da haben wir auch diese Trümmer gefunden. Und hier unten habe ich gerade gesehen, ist auch noch etwas, ein beschädigtes Minenfahrzeug. Entdeckung, die Vorderfront des Marco ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen, wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschürfer, tot sind. Noch immer rieseln in der fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Tja, das ist Pech, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das zu irgendeiner Mission mitgehört. Auch egal, wir sehen uns höchstwahrscheinlich beim Biotika-Lager wieder, wenn wir nicht vorher noch irgendwas Tolles entdecken sollten. Weiten des Alls. Ist es nicht wunderschön? Da wir auf einem Mond sind, haben wir natürlich keine richtige Atmosphäre über uns und deswegen können wir auch einen ungetrübten Blick auf den Planeten gleich nebenan werfen. Und wir sind hier am Biotika-Lager angekommen. Wollen wir doch mal schauen, was sich hier drin so ergeben wird. Ich bin doch sehr gespannt. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Steht da noch ein anderer in uns drin, oder warum sehen wir so komisch aus gerade? Steht da Garrus in uns drin? Ich glaube schon, ne? Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Oh, wie gut, dass wir die Schmeicheloptionen haben. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Bingo! Und hinein. So, schauen wir doch mal, ob wir das nicht vielleicht wirklich ohne Kampf hier bewältigen können. Ich bin sehr gespannt. Aber erstmal schnappen wir uns natürlich das Zeug, das hier rumliegt. Deswegen bin ich übrigens auch mit Tali und Garrus unterwegs, damit wir die ganzen Kisten, die hier liegen, auch wirklich dechiffrieren können. Da ich ja auf manuelles Vergeben der Punkte übergegangen bin, habe ich für Tali einiges an Punkten noch übrig gehabt, die ich jetzt schön aufs Dechiffrieren geben konnte. Das heißt, die beiden sind jetzt, was die Dechiffrierfähigkeiten angeht, ausgemaxt. Das heißt, wir sollten eigentlich alles öffnen können. Aber nun schauen wir da erstmal, wie es hier mit den Biotikern aussieht. Wir Biotiker sind doch allen egal. Wir müssen aufeinander aufpassen. Wenn ihr das meint. Gut, wir schauen mal. Das könnte äußerst unangenehm werden, wenn wir hier kämpfen müssen, glaube ich. Hier unten geht's. Doch, hier unten geht's weiter. Und hier müssen wir auch hin, glaube ich. Oder doch nicht?
Vater Kyle sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind als sie. So ähnlich. Gut, wir machen einfach mal hier... Achso, das ist gar nichts zum Recherchieren. Gut, wir machen einfach mal alles auf und nehmen alles mit, was ihr hier so habt. Ihr braucht's doch nicht, ne? Steck mal einfach mal ein. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich nach oben. Ich dachte, wir müssen einfach nur ans andere Ende der Halle. Aber ist mir auch recht. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Entschuldigung, ich wollte meine Waffe gar nicht ziehen. Ich will ja nicht aggressiv wirken. Aber irgendwie scheint es auch niemanden in dem Spiel zu stören. Gut, haben wir hinten noch was, das wir einstecken können. Ich schau noch mal ganz kurz. Das ist auch nicht zu öffnen. Schade. Gut, dann gehen wir vor und dort sollten wir dann auch auf Vater Kyle treffen können. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir es nicht schaffen, ihn zur Vernunft zu bewegen. Vater Kyle? Sollte er nicht hier sein? Oder... Moment, mal kurz hier schauen. Kontrollraum. Jetzt bin ich verwirrt. Gut, wir gehen nochmal runter und schauen dort nochmal nach. Das ist doch ein bisschen merkwürdig gerade hier. Vater Kyle sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind als sie. Na, ihr seid ja äußerst vielfältig in eurer Argumentationsweise. Gut, neuer Versuch. Haben wir hier irgendwas, das wir angehen können? Alle sehen uns an, als wären wir Freaks. Nur weil wir Biotiken haben. Nicht. Wir können der Allianz nicht trauen. Jetzt bin ich verwirrt. Ich gehe mal kurz so lange wieder raus, bis ich herausgefunden habe, wo wir hier irgendwas machen können. Bis gleich. Lösung gefunden. Wir waren im falschen Haus. Da drüben waren wir drin. Wir müssen aber wahrscheinlicherweise hier hin. Schauen wir doch mal rein. Das sieht schon eher nach dem Raum aus, den ich erwartet habe. Und auch hier finden wir viele Biotika und wahrscheinlich auch irgendwo... Die Allianz will uns vernichten. Das hat uns Vater Kyle gesagt. Genau diesen Vater Kyle finden wir dann hoffentlich dort auch. So. Hier sieht's total psychomäßig aus, muss ich mal so feststellen. Und das wird ein lustiges Geschlachte, falls wir es nicht vermeiden können sollten, hier irgendwie kampflos rauszukommen. Wenn man bedenkt, dass das alles Biotika sind, ich bin nicht so scharf drauf, hier zu kommen. Also wenn sich das anders lösen lässt, dann nehme ich das doch sehr gerne an. Schauen wir das mal hier drüben. Vielleicht haben wir ja was, das wir mitnehmen können. Biotika können sich hier sicher fühlen. So, das hat sich doch schon mal irgendwie gelohnt, hier drüben vorbeizuschauen. Ansonsten ist hier nichts weiter. Dann gehen wir doch jetzt endlich mal runter zu Vater Kyle und dann stecken wir vorher noch das hier mit ein. Bringt alles Geld. Diese Stufe 5, Stufe 4 Modulation, das wird schon schön mit dem Geld. Gut, Vater, erleuchte uns. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen, aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen Ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für Ihre Sünden büßen müssen? Nein, das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein, bitte, ich wollte nicht, dass das passiert ist. Es tut mir leid. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen.
Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Letztendlich haben wir nichts zu verlieren. Ich meine, zur Not kommen wir einfach rein und töten alle, ne? Das ist die Alternative. Also er weiß schon, dass er nicht mit uns hier ficken sollte. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Ihr Pilot kann Major Kyle von einer Allianz-Kommandopatrouille abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Sie sollten jetzt zur Normandie zurückkehren und die Allianz über Kyles Aufgaben unterrichten. Sie werden sicherlich ein Schiff entsenden wollen, um ihn gefangen zu nehmen. Ja, das ging doch einfacher als gedacht. Wir können der Allianz nicht trauen. Und damit ist die Aufgabe auch schon gelöst, ohne dass wir einen einzigen Schuss abfeuern mussten. Wunderschön! Und ich werde jetzt noch ganz kurz die Aufnahme so lange weiter aufrechterhalten, bis wir wieder draußen sind, weil wir dann direkt wieder auf die Normandie zurück können und uns dann noch das Gespräch mit Admiral Hackett anhören können, wenn ich den Ausgang denn finde zumindest. Der sollte hier drüben, ja, der ist hier drüben, ist er. Nehmen wir den. Die Kiste nehmen wir auch noch mit. Ach, siehst du mal, Equalizer 6, das klingt doch wunderschön. Eine leichte Rüstung auch noch, aber die lassen wir jetzt, glaube ich, mal nicht. Die werden wir uns mal nicht an den Körper klatschen, sondern die lassen wir mal unausgerüstet. Okay, davon ist der Ausgang. Schnell wieder weg hier. Bevor ich ja auch noch so Psycho werde, wie die Musik gerade ist. Gut. Und zurück auf die, Normandie. Ach, wir müssen wahrscheinlich erst in den Marco. Jetzt zurück zur Normandie. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Ach, Shepard ist so ein Guter. Wir empfangen ein Notsignal, Commander. Ich stelle es durch. Mayday! 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 Hier spricht Lieutenant Marie Durand, 314. Infanterie, 10. Frontdivision der Allianz. Der Horchposten wurde von unidentifizierten feindlichen Lebensformen überrannt. Er bitte sofortige Evakuierung. Das klingt, als sollten wir eingreifen. Wir sind im Styx Theta Cluster im Sonnensystem Erebus und sobald wir wissen, wo das ist, werden wir dann natürlich vorbeischauen. Proteanische Datendisk gefunden. Beim Scannen des Planeten Vermani haben sie seltsame Signale empfangen. Techniker Adams hat die Signale ausgewertet und eine automatische Reparaturdrohne im Orbit lokalisiert. Tully und Adams brachten die Drohne an Bord, um sie zu untersuchen. Dabei fanden sie in ihrem Kern eine proteanische Datendisk. Wir sind immer noch hier im Erebus-System und das ist der Planet Vermani gewesen. Der Planet Nepmos, auf dem wir sind. Und ich bin gerade nur zu irgendeiner Anomalie hingegangen. Und plötzlich, ohne dass ich ausgestiegen bin oder irgendwas, stoßen wir auf eine Entdeckung. Diese Partikelbohrgeräte scheinen sofort deaktiviert worden zu sein, nachdem sie in die Tunnel unter der Oberfläche vorgedrungen sind. Die Baracken und die Ausrüstung tragen das Logo des Tenkara Mining Consortiums. Aber es gibt keine Spur von der Minencrew. Tja, würde ich sagen, schauen wir uns da mal kurz um hier. Das sieht irgendwie eklig aus, muss ich so feststellen. Shepard? Ja, danke.